Kochen 10.02.2019 mit Fernsehkoch seltsam McKenzie YouTube. Sojasauce, Limettensaft, Reis, Essig, Zucker und 60 ml heißes Wasser verrühren. Sprossen abspülen. Möhre, Rotkohl und Paprika schälen, bzw. putzen, waschen, in Streifen schneiden. Lauchzwiebeln putzen, waschen, in Ringe schneiden. Knoblauch schälen, fein hacken. Nudeln mit kochendem Wasser übergießen. Circa 5 Minuten quellen lassen oder nach Packungsanweisung zubereiten. 2 Eier verquirlen. 1 Esslöffel Öl in eine Pfanne erhitzen. Eier darin stocken lassen. Herausnehmen, klein zupfen. 4 Esslöffel Öl in Pfanne erhitzen. Kohl, Möhre, Paprika darin 5 bis 7 Minuten braten. Lauchzwiebeln, Knoblauch kurz mitbraten. Abgetropfte Nudeln und Soße zugeben, 3 bis 4 Minuten erhitzen. Koriander waschen, abzupfen, Sprossen, Eier, Nüsse und Röstzwiebeln, unterheben.